ihr es trotz der Hitze in diesen Vortragssaal geschafft habt. Ihr hört jetzt den Vortrag C3 Power Monitoring beim CCC Camp 19. Dies ist ein Fortsetzungsvortrag zu dem Talk Low-Cost Power Monitoring beim CCC Camp 2019 der Gulasch-Programmiernacht. Den Vortrag halten RF-Guy und Fengel, die beide immer sehr frühzeitig zu diesen Chaos-Veranstaltungen anreisen und auch immer sehr lange dabei sind. Bitte begrüßt sie mit einem großen Applaus. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem Vortrag. Thema ist, einmal machen wir hier, macht Fengel den Infrastructure Review fürs Power Team und dazu noch ein bisschen, was wir mit dem Power Monitoring, was wir auf der GPN vorgestellt haben, noch ein bisschen dazu. Anfangen wird Fengel mit dem Infrastructure Review, ein bisschen erzählen, was wir hier so auf dem Gelände gebracht haben, dann erzähle ich noch mal ein bisschen was zum Power Monitoring. Und am Schluss machen wir noch so eine kleine Live-Demo, weil dieses Zelt ist viel zu kalt. Ich habe da noch so eine Heizplatte mitgebracht, dass man uns hier noch ein bisschen warm machen kann. So, Fengel. Genau. Ja, das... Zack. Oh, eins zu weit. Ja, wir haben so eine kleine Grafik eingebaut, dass das auch mal so ein bisschen dauert. Das ist ja sonst langweilig. Genau. Wir sind hier quasi seit Mai mit dem Ganzen beschäftigt, haben im Mai angefangen, das erste Mal über dieses Camp hier zu sprechen und was wir hier aufbauen wollen, haben dann im Juni quasi so die erste Materialbestellung angefangen loszutreten, nur dass man mal so einen groben Zeitplan bekommt und im Juli war dann endlich mal festgelegt, wo wir denn überhaupt wie viel Strom brauchen. Also die erste Herausforderung für uns ist immer, wir machen die Planung, bevor überhaupt feststeht, was wir hier überhaupt machen. Dann seit 1.8. sind wir hier quasi auf dem Gelände, da kam das erste Material und seit dem 4.8. sind wir hier mit fast 13 Leuten vor Ort und bauen das Ganze eben auf. Und ab morgen beginnt dann eben der Abbau und damit sind wir hoffentlich bis zum 30.8. auch einmal durch. So. Um mal so eine Größenordnung zu bekommen, das ist ungefähr das Netz, was wir hier aufgebaut haben. Das ist auch das, was man quasi in der Map-Karte von C3 Nox mit erkennen kann und die Nummern entsprechen dem, was auf den Verteilern quasi draufsteht. Um so einen groben Überblick zu haben, haben wir mal unterteilt, was wir hier in diesem ganzen Gebiet über einen Festanschluss, das ist alles das, was mit FA gekennzeichnet ist, versorgen und die größeren Bereiche, die wir quasi mit den Aggregaten abdecken. Da sieht man so ungefähr, es ist so 80% sind Aggregate, 20% machen wir hier über die Festanschlüsse. Wenn ihr euch dieses Monitoring angesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass wir da so ein paar Namen verwendet haben. Die waren vielleicht nicht allen geläufig. Das ist quasi unsere interne Karte mit der Nomenklatur, wie die einzelnen Bereiche bei uns genannt werden. Dann, was wir hier verbaut haben. Wir haben hier insgesamt 6 Festanschlüsse, die wir nutzen können. Leider insgesamt nur mit, ich glaube, 400 Ampere abgesichert alle. Also wir haben 400 kVA Trafostation. Da hängt der komplette CLI-Park, die Marina, der Hafen und alles am Ende der Straße dran. Genau, wir haben 5 400 kVA Aggregate auf dem Gelände verteilt. Das waren immer an den Punkten, wo quasi ein Aggregat steht. Und ein etwas größeres Twin-Pack, um quasi für die Netzwerkleute ein bisschen Ausfallsicherheit zu generieren. Auf dem Parkplatz steht noch ein kleiner Lichtmast, der kann allerdings nicht so viel, der macht nur 3 kVA und ist hauptsächlich dafür gedacht, seine LEDs zu betreiben. Diesmal neu dazugekommen ist, dass wir die Duschen nicht über Strom betreiben, sondern tatsächlich über Dieselbrenner, Heizölbrenner und das sind die 2 Hotmobile, die da stehen, einer am Backstage und einer steht quasi an den Duschen beim Shower Wonderland. Ja, ein bisschen Material gab es auch. Ungefähr 800 Schuko-Verteiler sind hier auf dem Gelände verbaut. 120 16 Ampere Verteilung, 85 32 Ampere Verteilung, 60 63 Ampere Verteilung und 27 125 Ampere Verteilung stehen hier überall verteilt. In Kabeln haben wir etwa 20 Kilometer Schuko-Kabel gezogen, etwa 1280 Meter 16 Ampere Kabel, 3,7 Kilometer 32 Ampere Kabel, 2,3 Kilometer 63 Ampere Kabel und 1,5 Kilometer 125 Ampere. Und zu den Aggregaten hin gehen etwa 300 Meter in Einzeladern jeweils.
Da wir mit dem Aufbau relativ früh fertig waren, hat uns noch so ein bisschen was beschäftigt. Wir haben 6 Verteiler reparieren müssen. Nur 5 Schuko-Kabel und 1 CEE-Kabel waren glücklicherweise kaputt von den ganzen. Allerdings durften wir 2 Spülmaschinen, eine Hebeanlage, 2 Kühlcontainer, ein Konvektomat, eine Pumpe und den Lichtmast draußen auf dem Parkplatz einmal reparieren, bevor die Veranstaltung angefangen hat. Ja, man sieht das unten, der hat da, glaube ich, irgendwie so 170 Volt und 43 Hertz. Das mochte die LED-Lampe nicht so richtig. Jetzt kommen noch so ein paar Bilder zur Impression. Das zum Beispiel war dieses Kühlaggregat, das kaputte. Es ist in so einem Seekontainer drin, also man sieht, das Salzwasser hat da innigen Kontakt gehabt. Das nächste ist, glaube ich, die Pumpe, ne? Genau, das ist die Schmutzwasserpumpe hinten bei der Engelküche, die ausgefallen ist. Da gab es leider einen Elektronikschaden, den wir beheben mussten. Ließ sich aber vor Ort tatsächlich lösen. Und dann auch so eine Mehrtagesreparatur von den Mecklenburger, der Konvektomat. Es hat sich herausgestellt, dass da eine Dichtung nach 40 Jahren Betrieb nicht mehr wollte und der Dampf hinten ausgetreten ist und sie kondensiert ist und über die Heizung gelaufen ist. Dann haben wir das repariert, dann haben wir das wieder eingeschaltet und haben wir festgestellt, dass nicht nur dieser Dampfauslass undicht ist, sondern auch jedes Heizelement. Und das ist dann einfach komplett neu mit Hochtemperatursilikon abgedichtet. Also die Mecklenburger können diesen Konvektomat wahrscheinlich nochmal 40 Jahre benutzen. Genau, das war dann eine Reparatur von 32 Heizelementen und von einem Dampfeinlassschlauch quasi. Seitdem ist das Ding wieder dicht und funktioniert tatsächlich. Lustig ist auch, man denkt, es hat ein LCD-Display. Nein, es hat einen Röhren-CRT in Schwarz-Weiß. Der funktioniert sogar noch. Ja, zum Wichtigen auf dem Camp, was wir immer häufiger gefragt werden, was verbrauchen wir hier eigentlich an Heizöl? Wir haben insgesamt auf der Veranstaltung etwa 22.000 Liter Heizöl verbraucht. Auf 5.000 Personen gerechnet, die hier auf der Veranstaltung sind, sind das etwa 4,4 Liter Heizöl pro Person. Das ergibt, wenn man mit einem Auto anreisen würde, eine Fahrtstrecke von bei einem guten Diesel etwa 100 Kilometer. Also jede Person, die eine längere Strecke als 100 Kilometer gefahren ist, hat schon mehr Heizöl verbraucht, als wir hier auf dem Camp zur Stromerzeugung und zur Erzeugung von Warmwasser. Nur mal so ein Vergleich. Also selbst von Berlin wird man das, glaube ich, nicht schaffen mit Stadtverkehr, mit dieser Dieselmenge, mit einer Person in einem modernen Auto. Genau, was wir neu eingeführt haben hier auf diesem Camp, war ein Ticketsystem. Da hatte jeder Verteiler so eine QR-Code-Nummer aufgeklebt. Das wurde tatsächlich angenommen. Wir haben versucht, das so schnell wie es geht umzusetzen. Nachts natürlich etwas langsamer, weil weniger Personal. Und wir werden jetzt gucken, dass wir das auf den Veranstaltungen fortsetzen und das bestehende System hoffentlich so weit einsammeln können, dass wir es weiter verwenden können und nicht alle Nummern neu drucken müssen. Genau, dann kommen wir im Prinzip zum Überblick über dieses Monitoring, was wir gemacht haben. Die technischen Details des das Board an sich, das ist im GBN-Talk. Der ist auf der Webseite vom C3 Power zu finden. Der Link ist am Ende des Vortrags nochmal drin. Idee war dafür, auf dem 35C3 eine eigene Lösung zu machen, weil ich habe vor 4 Jahren wurde das dann mit dem POC eine Lösung mit Janitzer-Systemen gebaut, die relativ teuer sind, die kosten ein paar hundert Euro. Peripherie wie Stromwandler etc. muss man trotzdem noch haben. Und dann haben wir halt die Idee gemacht, wie machen wir das? Wir haben uns dann für diese Boxlösung entschieden, die wir stellen wir am Schluss der Veranstaltung nochmal kurz vor. Gibt es dann auch nochmal ein Bild. Dann war ja zur GPN sozusagen, war ja erstmal so, ja, die Boards wurden gerade geliefert, der erste Durchgang. Und im Prinzip hat Zünk mit René und ich glaube Lukas auch noch hingekommen und Faheos haben dann erstmal die Leiterplatten mit Hand bestückt, 20 Stück. Die Kabel gekrimmt und Kabel gelötet, das, was man quasi aus den Boxen rauskommen sieht und die Messwandler angeschlossen und all diese Vorbereitung quasi einmal gemacht. Genau, also selbst die Kisten sind graviert mit den Ausgängen, dass man weiß, wo L1, L2, L3 ist. Das ist auch auf einer Veranstaltung in Hessen getestet worden vom Luca. Der hat dann auch mal 3 mitgenommen und hat da die ersten Tests auch vorgemacht. Software ist natürlich wie immer still in progress. Manche von den Geräten mussten ab und zu auch mal neu gestartet werden oder neu geflasht werden. Das ist so die ganz erste Generation. Die meisten sind aber die komplette Veranstaltung durchgelaufen und hat super funktioniert. Genau, aber natürlich alles komplett Open Source, also Hardware Open Source liegt auf GitHub und auch der Quellcode, der aktuell drauf läuft, ist auch verfügbar. Also wenn jemand spielen möchte, kann er das gerne machen.
Wir werden auch im Nachgang noch eine E-Mail-Adresse veröffentlichen, wo ihr euch melden könnt. Und wir werden versuchen, dass wir diese Boards, die wir dort eingebaut haben, auch anderen Leuten zur Verfügung stellen können. Ja, also es wird auch so sein, wir werden noch auf diesem Board kleinere Fehler korrigieren. Die ersten, können, wenn jemand Interesse daran hat, geben wir auch gerne weiter. Die sind prinzipiell funktionsfähig. Da ist, sehen wir gleich, was kleinere Hardware-Bugs noch drin. Genau, Ziel ist halt, mal auch einen Überblick zu bekommen, die Aufzeichnung der einzelnen Teilbereiche, eine Überwachung der Netzlast, laufen wir irgendwo auf ein Problem zu und im Nachgang werden wir dann noch eine detaillierte Auswertung machen über das Grafana. Im Prinzip, wir können jetzt quasi uns jeden Zeitabschnitt anschauen, wo war was, wo kann man für eine nächste Veranstaltung noch was dazulernen, wo vielleicht war es überdimensioniert und dann muss man, kann man das eigentlich auch später jederzeit noch schön auswerten. Im Prinzip zur Hardware, es ist, wie ich schreibe nur ganz kurz an, es ist momentan von Analog Device das ADE 9000 Energy Meter. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein achtkanaliger ADC mit entsprechender Bandbreite, wo im Prinzip die vier Spannungsmessungen der L1, L2, L3 und N und auch die Ströme auf L1, L2, L3 und N im Prinzip erfasst werden. Bei diesem Chip gibt es halt eine entsprechende, kann der gewisse Sachen schon vorher berechnen. Später gehen wir noch auf eine kostengünstige Leitung ein. Es ist drauf ein STM32 mit einer integrierten LAN, ein Drei-Phasen-Netzteil, weil wir nicht sicherstellen können, ob wir einen N eventuell haben oder im Prinzip dieses Netzteil läuft von 90 bis 400 Volt. Egal wie man die Spannung im Prinzip auf dieses Gerät gibt, es funktioniert und kann auch nicht durch eine 400 Volt Einspeisung kaputt gehen, weil es kann bis zu, ich glaube, 700 Volt DC nach dem Drehstromgleichrichter. Wir haben noch einen Lithium-Charger gemacht, da hat es aber herausgestellt, dass der noch nicht fehlerfrei funktioniert. Deshalb haben wir den auch nicht bestückt, nicht, dass sonst ein Akku kaputt geht. Ziel war ja gewesen, dass wir im Prinzip auch bei einem Stromausfall informiert werden. Das war eigentlich gedacht über so ein DMR-Modem, Digital Mobile Radio, ein MMDVM-Hotspot. Der wurde auch von Hotaro entsprechend schon bespielt. Da kann man eigentlich relativ einfach im Prinzip einen Datenstring reinschieben, was dann im Prinzip über DMR ausgesendet werden. Ist auch eine Open-Source-Lösung, wo im Prinzip ein FSK-Chip von Analog Device und auch ein STM32 dranhängt. Das heißt, theoretisch müsste da vielleicht auch ein LoRa zu realisieren oder ein anderes Funkprotokoll. Das ist aber nicht deployed worden, weil wir da noch Software- und Hardware-Dinge zu tun haben. Genau, das Ganze basiert quasi auf so einem Standard Raspberry Pi-Header-Stecksystem. Daher lassen sich natürlich auch andere Karten darauf sicherlich zum Laufen bekommen. Wir haben uns, wie gesagt, mit LoRaWAN noch nicht beschäftigt. Im Prinzip ist auf dem Stecker einfach Versorgungsspannung und die TTY-Schnittstelle bestückt. Das heißt, man kann natürlich auch irgendein anderes Device, was halt mit 3,3 Volt leben kann und eine TTY-Schnittstelle hat, leben. Genau. Auch gesetzt sollten eine SD-Karte. Das war eine spezielle Anforderung von uns, weil wir quasi das System auch betreiben wollten, ohne dass ein Management-Server quasi im Hintergrund läuft und die Daten entgegennimmt, um dann auf kleineren Veranstaltungen die Kiste einfach irgendwo hinstellen zu können und zu sagen, zeichne mal auf, was passiert ist und das im Nachgang auswerten zu können. Ja, wie man auf dem rechten unteren Bild sieht, haben wir dann auch diesen SD-Kartenleser da drauf gemacht und dann wollten wir den DMR, also das ist dieser Header für den Raspberry Pi bzw. das DMR-Modem. Ja, und dann haben wir halt festgestellt, dass der Halter irgendwie das Loch auf der falschen Seite hat. Ich weiß auch nicht, was das soll, dass der Hersteller uns einfach solche liefert, wo die SD-Karte halt jetzt über diesen Stecker ragt. Das haben wir eigentlich anders gedacht, aber naja. Das sieht man auch mal so, wie bei Sync diese Massenfertigung halt ist. Also es gibt da zwar eine Bestückungsmaschine, aber der Aufwand ist halt doch zu groß, die zu programmieren. Ich habe mir sagen lassen, man muss da mal ein Python-Skript schreiben, um die zum Gang zu bringen. Und das ist wirklich alles mit der Hand bestückt von dem QFN-Gehäuse über den STM32 bis alle Teile. Und bis man halt auch 20 Boards fertig hat und die dann laufen, geht halt schon richtig Zeit drauf. Man muss wirklich sagen, da haben die Jungs richtig, richtig viel geackert, dass das auch noch alles fertig wird. Das musste ja auch alles getestet werden. Und ja, ein bisschen Softwarecode ist, glaube ich, auch noch hier geschrieben worden. Dann wurde auch eine Kabelmanufaktur quasi aufgebaut, die ganzen Kabel zu erzeugen. Im Prinzip war das dann so die Verpackungsgröße, was dann rauskam. Kabel ist auch ein bisschen aufwertig. Wir haben, da wir auf einen Hochstromabgriff gehen, also wir sind auf einer Ebene, wo durchaus mal 400 Ampere oder 600 Ampere fließen kann, ist ein Stück kurzschlussfeste Leitung dran. Kurzschlussfest heißt, die Isolierung fängt auch beim Kurzschlussfall an, nicht zu brennen.
Also die Gefahr, dass Brand entsteht. Und in dem Kabel ist eine entsprechende Schmelzsicherung in einem Stromschlauch drin, die diese hohen Ströme auch abschalten kann. Das sind, glaube ich, 100 Milliampere Sicherungen, weil wir brauchen so gut wie keine Spannung. Wir versorgen eigentlich nur den Spannungsmesseingang von dem ADE-Chip und im Prinzip dieses kleine Netzteil, wo dann im Prinzip 3,3 Volt irgendwie mit ein paar hundert Milliampere rausfallen. Das Ganze ist dann halt entsprechend mit einem Kabelbaum und Schrumpfschlauch gemacht worden. Zu jedem Wandler geht ein 2x1,5 Quadrat Gummikabel. Der Wandler sitzt quasi, das sind diese orange-weißen Eckchen, die man da oben in der Ecke sieht. Im Prinzip, wenn man da 400 Ampere durchlaufen lässt, erzeugt dieser Wandler über den angeschlossenen Stromkreis einen Nennstrom von 5 Ampere. Also misst man quasi im Powermeter den Strom. Wenn er 5 Ampere erreicht, das ist dann auch wieder ein Widerstand, wo der Strom die Spannung abfällt. Die wird dann gemessen, der Stromkreis ist geschlossen. Und wenn dort 5 Ampere fließen, entspricht das auf dem Leiter einer Strommenge von 400 Ampere. So, Software im Prinzip, die Grundfunktionalität funktioniert. Wir kriegen valide Daten heraus. Was noch so zu do wäre zum Beispiel um Netzoberwellen, die kann man tatsächlich auch errechnen. Die machen wir momentan noch nicht. Wir können im Prinzip jetzt den Klirrfaktor, Powerfaktor, Strom, Spannung, Netzfrequenz, funktioniert schon alles. Wir hatten mit einem Paar, müssten ein paar neu gestartet werden. Das kann wahrscheinlich, ist ein Hardwarefehler. Wir wissen es nicht genau. Das haben wir halt einfach neu gestartet. Das haben wir aber, muss man halt einmal vorbeigehen und über LAN entweder Befehl abgeben oder muss tatsächlich mal ein Powercycle machen. Genau, das sind die Geräte, wenn man sie sieht, die anfangen Strom zu erzeugen und nicht mehr zu verbrauchen. Das sind Geräte aus dem ersten Platinensatz, die können noch leicht fehlerhaft sein. Alle Geräte aus der zweiten Platinencharge haben diesen Fehler schon nicht mehr. Genau, also ich vermute, dass da irgendwo noch vielleicht eine Störeinstreuung ist, irgendwo ein Kondensator nicht fehlt. Geplant ist, dass die Geräte eine Webconfig-Oberfläche bekommen. Das heißt, ich kann mich halt per LAN drauf connecten, kann dann im Prinzip dem Ding auch einen Namen geben, entsprechend die Wandler einstellen etc. Hutaro hat sich dann mal die Tage während des Aufbaus auch mal an dieses DMR-Zeug dran gesetzt, hat also erstmal ein bisschen Reverse Engineering gemacht, weil auch von diesem MMDVM-Zeug ist wie bei jedem Open Source Projekt meistens die Dokumentation eher belastend. Der hat sich durch Patente gelesen. Im Prinzip schickt man da rein ein IP-Paket, was dann noch dreimal in irgendwelche Header und CRCs reingewebt wird. Und am Schluss fällt dann quasi die Textnachricht auf dem DMR-Funknetz raus. Natürlich hat Motorola wieder ein anderes Format wie Hytera und die chinesischen Geräte funktionieren schon. Das Motorola, ich denke mal, vielleicht wird es zum Kongress laufen. Ziel war einfach, dass wir halt über das auf einem Funkgerät mit einem Display, die meisten China-Geräte haben das schon oder die besseren Motorola, dass wir einfach eine Meldung bekommen, hammer zu, hier ist jetzt ein Phasenausfall oder hier ist das Aggregat aus, dann schickt ihr halt eine Textnachricht über den integrierten Akku. Deshalb ist das leider noch nicht implementiert worden, aber ich denke mal, wir werden diese Geräte jetzt noch fertig machen und dass das dann auch alles funktionieren wird. Angefangen haben wir dann erstmal mit diesem Festnetzanschluss. Das T-Shirt löst sich auch schon auf. Im Prinzip, wir haben in dieser Lagerhalle, die beim Lok ist, gibt es einen 200 Ampere Anschluss. Dort haben wir im Prinzip alles abgeklemmt, auch erst die Dampfmaschine, gab ein bisschen Mimimi vom Ziegeleipark, haben wir dann ein bisschen umgebaut. Also im Prinzip haben wir dort zweimal 125 Ampere, haben dann noch extra Klappwandler bestellt, weil wir den Anschluss kommt direkt von der Trafostation, den wollten wir jetzt auch nicht unbedingt freischalten, weil wir da jetzt wieder extra Schlüssel hätten organisieren müssen und haben wir uns dann unten in diesem Kasten, der jetzt quasi unterhalb zu sehen ist, wo das Powermeter vorhängt, einfach so Klappwandler draufgesteckt, da muss man das Kabel halt nicht durchstecken und haben hier so die erste Teststrecke aufgenommen. Irgendwie ist dann auch dieses mit diesen Fridges, Kühlschränken da reingekommen, ich weiß nicht, Softwarefehler, ich kann es auch nicht genau erklären. Also wir haben ein bisschen Nachforschung angestellt und haben herausgefunden, dass ein deutscher Normkühlschrank ungefähr 33 Watt sind. Und haben dann entsprechend die verbrauchte Leistung in 33 Wattschritten umgerechnet und das als Kühlschränke angezeigt. Genau. Und dann haben wir halt angefangen, wir haben bei uns in der Werkstatt einen kleinen 1HE-Server stehen, im Prinzip, wo wir einen Grafana drauf installiert haben. Dann haben wir halt nach und nach das Grafana angepasst, dass das Dinge anzeigt. Und das war so die erste 320 Kühlschränke. Das war so beim Aufbau. Naja, was haben wir da gebraucht? 20, 30 Kilowatt. Also die erste Woche war relativ wenig. Das war einfach nur ein normaler Durchlauferhitzer für das ganze Aufbauteam. Genau, dabei muss man bedenken, an diesem Anschluss hängt eben auch der Anschluss für diese Dampfmaschine. Also falls ihr die gesehen habt, die hinten in der Ziegelei im Stackebrand steht,
Die wird angetrieben mit einem Schraubenkompressor, der beim Start gerade mal so 175 Ampere zieht. Und da sie nicht darauf verzichten wollten, während unseres Aufbaus diese Dampfmaschine anzuschmeißen, mussten wir gucken, dass wir immer so im Bereich bleiben, dass das in Reserve übrig bleibt, ohne die Sicherung zu killen. Genau, dann haben wir natürlich den Cut noch gelegt, also das Kabel, glaube ich, von da bis zu dem 8-Port-Gammel-Switch aus dem Radio Operation Center Switch, der irgendwie auf diesem Dachboden da lag. Waren das irgendwie drei hintereinander gesteckte LAN-Kabel, K3 funktioniert. Und dann hing nochmal ein 93 Meter Kabel von diesem Switch zu dem Raum, wo der Grafana-Rechner gestanden hat. Aber ja, erstaunlich robust, funktioniert. Ich meine, viel Daten fallen nicht raus. Ein 100 Mbit-Anschluss reicht da auch für alle Zeit der Welt. Damit haben wir halt angefangen und dann haben wir halt Verteiler deployed und haben halt dann auch angefangen, die Dinge halt auch entsprechend einzubauen. Und genau. Hier haben wir halt auch gemerkt, dass so, dass mit diesen Wandler-Trafos teilweise recht unpraktisch ist, wenn man die händisch montieren muss. Problem hier ist auch bei diesem Verteiler, der hat so ein Daisy-Chain, das heißt, da läuft einfach Pass-Through der Strom und wir mussten da teilweise irgendwie drei Kabel durchstecken, um auch den Strom, der quasi zum Ausgang geht, also wo ich einen weiteren Verteiler anschließe, auch mitgemessen wird. Wir haben dann ganz einfach diese Platte von dem Baustromverteiler, das sind vier Schrauben, rausgenommen, haben die Wandler auf die Rückseite gesetzt und haben dann einfach eine Steckdose ausgebaut, um die Kabel rauszuführen. Und die haben einfach abgeklemmt, die müssen wir jetzt halt quasi morgen zurückbauen, weil die sind schon quasi, gehen glaube ich morgen schon auf die nächste Veranstaltung. Genau. Das ist auch morgen ein Task im Prinzip, die ganzen Festnetzanschlüsse und Wandler wieder auszubauen. Und komme ich am Schluss nochmal drauf ein, werden wir noch eine Lösung bauen, die dann eigentlich ist, die man einfach in ein Kabel reinklemmen kann. Genau, das sind quasi die Lösungen für alle Stellen, wo wir einen Festanschluss haben, wo wir in den Festanschlusskasten diese Klemmen nicht mehr reinbekommen haben. Da gibt es so ein paar Sicherungsabgänge, wo das einfach nicht mehr möglich war. Ja, wir haben auch in dieser alten Werkstatt, ist tatsächlich ein geprüfter DDR-Verteiler, der schätze ich 50, 60 Jahre alt ist, mit ganz normalen DRZ-Schraubausgängen, haben wir angeschlossen, funktioniert, war auch in Ordnung und da war halt einfach kein Platz, so einen Verteiler einzubauen, diese Wandler einzubauen. So, hier jetzt mal so ein paar Ansichten im Prinzip. Rechts oben ist das Bild von der Schreinerei, also hinter dem Bock der Feldbahnschau. Da haben wir zum Beispiel auch die Wandler in diesem Kasten mit dem Hauptschalter, direkt daneben dem Messinstrument rein. Und wir haben dort zum Beispiel auch die komplette Halle abhängen müssen, weil der Verteiler einfach nicht ermöglicht, ein weiteres Kabel anzuschließen. Und haben dort einen 125 Ampere Baustromverteiler installiert. Genau, interessant war das auch beim Aufbau von dem Backstage-Bereich quasi bei der Erstversorgung, als dann am zweiten Aufbautag auf einmal der Hauselektriker vor uns stand und meinte, morgen kommt übrigens die Firma und baut diesen Kasten an und baut einen größeren für euch dran. Wo wir dann meinten, ja, das ist schön, aber jetzt hängt die Küche dran. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal anschalten können. Jetzt kommt der Techniker und baut das Ganze eben erst nach uns um. Ja, müssen wir halt dann wieder zurückbauen, aber im Prinzip, sie wollten dafür einen Tag brauchen und das wäre halt ausgesprochen unangenehm gewesen. Da hätten wir halt überhaupt keinen Strom gehabt, vor allem nichts zu essen gehabt und dann murren die Leute unverständlicherweise. Genau, man sieht also hier ganz links mal so einen Anschluss in einem Aggregat. Daneben ist das der Festanschluss zum Beispiel, der hinter dem Trafohaus, was Three-Headed Monkey ist. Oder halt auch rechts bei einem Aggregat, womit ich gleich zum nächsten komme. Dann haben wir halt festgestellt, ja, die Wandler können zwar 400 Ampere, aber dann haben wir halt irgendwie zwei Kabel gehabt und dann haben die nicht durchgepasst. Also im Prinzip die Generatoren liefern 630 Ampere, die wir hier nicht mehr im Gesamtverbrauch insgesamt haben. Aber dann haben wir halt gesagt, okay, wir stecken nur ein Kabel durch und stellen halt in der Software ein, wir haben einen 800 Ampere Wandler. Natürlich haben die Kabel nicht den gleichen Widerstand und wir kriegen natürlich in dem Fall eine Verfälschung rein. Die haben wir in dem Fall einfach akzeptiert. Alternative, wir hätten nur ein Kabel verwenden müssen, hätten halt dann den Hauptschalter umstellen müssen. Dann haben wir gesagt, wir nehmen einfach, um es auch an der Anlage nicht zu ändern oder irgendwelche Kabel wieder auszubauen, halt nur eine Leitung. Wir gehen jetzt einfach mal ideal von aus, dass beide 160 Quadrat den gleichen Widerstand haben und der Strom sich ideal aufteilt. Ja. Nächstes im Prinzip hier mal so eine Auswertung. Im Prinzip, das ist, glaube ich, das Zert, oder? Genau, das ist das Zert bei Nacht. Genau, mit diesem, wir hatten für den 34C3 war das dem Lok in dieser Halle 4 etwas kalt. Und dann hat man da Heizlüfter hingestellt mit 15 kW und hatte denen einen warmen Rücken gemacht. Und dann hat C-Punkt die Rechnung von 15.000 Euro bekommen. Und dann haben wir uns für den 35C3 entschieden, dass so ein gemieteter Bürocontainer eigentlich viel besser ist, weil da braucht man nur eine 3 Kilowatt Heizung. Aber hier auch mal so, dass man mal sieht, man kann da schon sehr detailliert reinkommen. Umso kleiner der Anschluss ist,
kann man auch von jedem Gerät so eine Art Footprint machen. Man könnte zum Beispiel auch, wenn man die Software etwas ausbildet, Netzoberwellen messen und könnte dann schon sagen, das ist dieses Schaltnetzteil, das ist das Schaltnetzteil, das ist eine Kaffeemaschine, das ist der Elektroherd, das ist der Durchlauferhitzer. Das sind die Möglichkeiten. Und im Prinzip diese Hardware, die wir hier verwenden, die steckt in jedem elektronischen Zähler drin. Genau. Gesetzliche Grundlage sagt, das darfst du nicht tun. Die Hardware ist da. Also wenn ich dort eine andere Firmware einspiele oder die Firmware das vielleicht auch hat und einfach nur nicht aktiviert ist, kann ich sehr genau messen und zeigen, was jemand zu welchen Zeiten im Haus benutzt und kann dann schon sehr detaillierte Anwesenheitsprofile fahren. Es war zum Beispiel auch sehr schön, morgens aufzustehen beim Aufbau und dann darauf zu gucken und zu wissen, okay, die Küche ist fertig, sie hat gekocht und die Kaffeemaschine taktet jetzt schon. Das war ziemlich genau erkennbar und man konnte dann ziemlich genau sagen, jetzt lohnt es sich aufzustehen. Ja, diese Großkaffeemaschine in der hinteren Küche ist auch wirklich, kann man genau sehen. Und Sync sagt auch, er weiß immer, wenn René den Kaffee fertig gekocht hat, weil sie haben da auch einen Testblick. Dann kommen wir eigentlich noch zum Ausblick. Was wollen wir machen? Also im Prinzip ist es immer gesagt, wir machen jetzt nochmal irgendwie eine Platinenrevision, wo wir diese kleinen Bugs noch ausfixen, dass das noch Kleinigkeiten im Prinzip den SD-Kartenhalter umdrehen. Den Leon-Charger noch zu gucken, was ist das Problem, dass die SD-Karte funktioniert. Die Idee ist jetzt, was wir jetzt haben, dass wir für den Kongress zum Beispiel diese Low-Cost-Version bauen. Da müssen wir noch gucken, am besten was, wo man zum Beispiel von geliehenen Kabel oder was einfach den Stecker abschraubt, es auf eine Klemmleiste legt. Dann mache ich das halt mit zwei Kabeln und kann halt relativ einfach in eine Kabelstrecke so einen Wandler einbauen. Es gibt vom Microchip einen anderen Baustein, der kostet auch nur ein Drittel. Der kann im Prinzip das Gleiche, allerdings macht er nicht so viel Vorberechnung. Das heißt, wir müssen dann mehr Berechnungen sozusagen im STM machen. Weiteres wird sein, wir nehmen dann einfach einen Bug-Konverter, der einfach die 600 Volt auf eine 5 Volt DC-Spannung heruntergeht und zwar ohne Netztrennung. Wir gehen dann einfach mit so einem Bug-Konverter einfach, wir schalten entsprechend kurz ein und danach kommt auch ein 3,3 Volt Regler. Das hat keine Netztrennung, das heißt, wir werden in dem Fall die komplette Schaltung auf Netzspannungsniveau haben. Und es gibt aber entsprechend zertifizierte Ethernet-Trafos, die halt diese Isolationsspannung von 2,5 oder 4 kV erzeugen. Und die Netztrennung passiert quasi in der Netzwerkbuchse. Und damit ist der Personenschutz nach außen sichergestellt, dass da keine berührbare Spannung ist. Man muss allerdings darauf beachten, wenn ich daran arbeiten will und da wirklich was im Betrieb machen will, muss ich das eigentlich in einem Trenntrafo betreiben, weil wenn ich da einfach meinen Programmieradapter anschließe, mache ich das eigentlich nur einmal. Also entweder erwischt es mich oder mein Computer ist halt kaputt. Diese Kiste, da muss man noch gucken, was wir da nehmen. Dann guckt Fengel noch entsprechend mal, was es für schöne Elektroboxen gibt, wo man das machen kann. Und da bauen wir dafür nochmal eine passende Platine mit dem einfachen Chip. Und da denke ich, können wir die Kosten noch drücken. Und geplant ist halt noch ein Display mit reinzubauen, also das optionale Display draufstecken kann, wo man dann eine IP-Adresse oder ein paar Grunddaten anzeigen will. Ist vielleicht ganz nett zu sehen, okay, das ist diese Box, das hat diese IP-Adresse für die Fehlersuche eigentlich ganz sinnvoll. Genau. Dann kommen wir jetzt zur Demonstration von dem Ganzen einmal. Genau, ich mache noch die letzte Seite, weil wir gehen gleich auf den Browser. Im Prinzip haben sich dann auch diese lustigen Geräte mit diesen gelben Aufklebern, die übrigens nicht von uns sind, wo man dann eintragen könnte, dass dieses Gerät, glaube ich, 76 Kühlschränken betrifft. Genau. Nur der QR-Code funktionierte nicht. Wir wissen auch nicht, wo die herkommen, die Aufkleber. Die haben wir irgendwann an irgendeinem Verteilerkasten mal als Stapel liegend gefunden. Also die sind mit einem Labelprinter gemacht, vielleicht weiß wer das war, aber genau. Webseite, wo auch dieser Talk und auch der GBN-Talk zu finden ist, ist meta-power.de. Und unten ist nochmal der Link auf das GitHub vom Sync, wo alle Keycard-Files und Software-Files vom PowerMetering liegen. Genau. Das ist Open Source. Die sind aber auch unter meta.c3power.de auch nochmal verlinkt. Das heißt, das ist so für uns der Anlaufpunkt. Und auf der Seite werden wir auch nochmal eine E-Mail-Adresse veröffentlichen, wo ihr uns dann erreichen könnt. Wir gehen jetzt in die Live-Demo. Ich mache jetzt mal, such mal hier aus diesem Ding rauszukommen und diesen Browser hier irgendwie, wenn ich meine Maus wieder finde. Ich glaube, ich muss da mal gerade einen Hack machen. Gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert, dass er den Browser anzeigt. Genau, also da sieht man das auch nochmal. Das sind hier unsere Messwandler. In dem Fall haben wir eben einfach nur ein Schuko-Kabel genommen, einmal durchgesteckt und haben im Hintergrund hier unsere super 1000 Watt Kochplatte hängen. Kann mal jemand das HDMI-Signal wieder draufgeben? Ich sehe das hier nicht mehr von der Technik. Hast du es kaputt gemacht? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich bin schuld. Ich habe einen Computer benutzt. Aber ich. Also, es wäre ja auch schön, wenn nur einfach was funktionieren würde.
Computer. Da kommt ein Techniker an, der meine verfuschte Rumsteckerei wieder fixt. Hä? Das ist ein Apple, damit kenne ich mich nicht aus. Das ist normal, dass die nicht. Ich habe gestern gelernt, das sieht gut aus. Also, ja, das sehe ich den Paul. Ja, jetzt. Okay. Genau, das ist im Prinzip jetzt der Anschluss Vortrag Bühne. Wenn wir jetzt also diese Temperatur in diesem Zelt ist ja völlig ungeeignet, dass man da sich wohlfühlt. Sollte es dann auch hochfahren? Oder auch nicht? Doch, jetzt. Also, es sieht man da auch so, wir verbrauchen jetzt hier den Äquivalent von 23 Kühlschränken für diese lustige Platte, die übrigens keine Steuerung hat und keine Regelung. Das ist ein Bimetall, was sich selber heizt und dann klackert die Heizplatte immer so hin und her. Also, wir brauchen jetzt 0,15 Liter Heizöl pro Stunde, den Äquivalent von 23 Kühlschränken. Und im Prinzip, wenn man es weiter runterscrollt, sieht man auch noch die weiteren Werte. Genau, und wenn du jetzt mal wechselt auf den Anschluss Vortrag 1, glaube ich, das Problem ist. Nee, da drunter, genau. Es ist extrem zippelig hier. Siehst du ihn? Ganz unten, dritte von unten. Das ist okay. Ja, eins drüber. Da. Ist genau. So, also jetzt sieht man hier auch mal, Vortrag 1 ist das Aggregat hier draußen. Also im Prinzip kann man da auch wieder ausmachen, bevor sich mal die Flossen verbrennt. Und im Prinzip, wir haben sogar eine Gesamtübersicht, die allerdings noch nicht hundertprozentig funktioniert. Und jetzt sieht man auch den Abfall und wenn man jetzt quasi wieder zuschaltet. Sieht man auch unsere paar und 20 Kühlschränke. Also das Power Meter hängt jetzt quasi am Generator draußen. Jetzt sieht man draußen, auch, dass es wieder zugeschaltet hat. Und man kann also auch aufgrund auf den großen Messstationen, das hängt jetzt tatsächlich an dem Generator draußen, erkennen, wann einzelne Lasten quasi dazukommen oder wieder abfallen. Und das sind gerade mal 1000 Watt, das ist jetzt nicht so üppig viel. Ja, also das ist ein Toaster, ein Föhn, eine kleine Kochplatte im Prinzip. Und es ist, wenn man das noch weiter auflöst, mit Sicherheit noch granular. Dann hat ja jedes Gerät ein Schaltnetz zum Beispiel, produziert natürlich Oberwellen, das ist ja kein idealer Last, das ist ein ohmischer Widerstand. Der hat nämlich einen Powerfaktor von ziemlich 1. Das ist natürlich ideal, aber jedes moderne Gerät hat ein Schaltnetzteil und wenn man sag mal, ein Einfamilienhaus monitort und dann auch von außen guckt, wann schaltet da was ein und schaut sich dann die Daten von dem Powermeter an und auch die Netzoberwellen, dann kann man, was stimmt, sogar einzelne Geräte, jetzt hat er den Fernseher angemacht, ich sehe das im Fenster, ich sehe, wenn morgens die Dusche angeht, dann habe ich einen Großverbrauch wie einen Durchlauferhitzer, ich sehe zum Beispiel, wenn ein Heizölbrenner anläuft, da ist ein Motor drin, der wieder entsprechende Störungen verursacht und dann kann man schon ziemlich exakt sehen, was passiert. Genau, also was man hier zum Beispiel auf dem Camp ganz gut erkennen kann, ist, wenn die Scheißepumpen anfangen zu laufen, das sind nämlich etwa 4 kW und die sieht man immer ganz schön takten hier auf dem Netz. Wenn ihr jetzt nochmal auf diese Handkamera gehen würdet, mit dem Beamer-Signal, dann habt ihr quasi hier an der Stelle, das hier, das sind quasi unsere Sicherungen, wo das feste Kabel quasi reingeht, die kleine Sicherung mit Schrumpfschlauch kommt und das Ganze dann angeschlossen wird. Genau, und links im Prinzip hier liegen noch die Stromwandler. Schieb die mal so ein bisschen rein im Prinzip. Das sind jetzt 400 Ampere Wandler. Das ist natürlich von der Auflösung nicht ideal, aber man sieht, es funktioniert immer noch. Und hier oben im Prinzip diese zwei Leitungen, die herauskommen, das ist quasi die Stromschleife, die durchgeht, wo im Prinzip quasi mein Strom entsprechend dividiert wird. 400 Ampere sprechen bei Volllast 5 Ampere. Wir haben dann auch nochmal eine Übersicht gebaut, wie das so das Gesamtcamp aussieht. Und im Prinzip sieht man hier mal oben den Verlauf über die verschiedenen Tage mit den Lastspitzen im Prinzip. Am Anfang, das kann man ein bisschen ignorieren, das ist so eine Interpolation, die ist noch nicht so hundertprozentig in Ordnung. Aber so sieht man mal so diesen kumulierten Verbrauch. Unten die bunten Kurven sind hier einzelne Anschlüsse. Oben aufkumuliert sozusagen den Verbrauch und man sieht nicht mehr bei 400 kVA. Problem war ja nicht, dass wir so viele Aggregate hingestellt haben, weil wir das schön finden, sondern einfach, die können die Leitungslängen nicht beliebig lang machen, weil dann die Schleifenwiderstände zu groß werden und dann würden die Sicherungen nicht mehr korrekt auslösen.
Genau. Und deshalb haben wir diese Inselnetze im Prinzip. Großer Querschnitt, viel Kupfer. Viel Kupfer hat kein Verleiher, zumindest nicht in der Menge, in der wir es bräuchten. Und anschaffen für so eine Veranstaltung können wir uns das leider auch nicht. Das können wir uns auch nicht leisten. Gut. Genau. Das war es jetzt soweit von uns. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr die jetzt gerne stellen. Wenn ihr Fragen habt, dann begibt euch bitte zu dem Mikrofon. Ihr findet im Saal zwei Engel, die Mikrofone haben. Keine Panik, wir können euch das Licht eh nicht sehen, also daher. Da hinten ist eine Frage. Warum habt ihr komplett separate Stromnetze gemacht, statt mehrere Generatoren an einem Netz zu haben und dann eventuell Generatoren abzuschalten, wenn nicht viel Last da ist? Das ist relativ einfach, weil wir, wie schon gerade gesagt, die Querschnitte hier nicht hinbekommen und nicht gemietet bekommen, um alle ein großes Netz, also einmal über das Camp ist etwa 1 Kilometer Wegstrecke. Und wenn man das mal umrechnet, in welchen Querschnitt man verlegen müsste, um den Spannungsfall in den Griff zu bekommen und auch noch die Netzimpedanz hinzubekommen, ist das alles viel zu aufwendig und auf die Weise tatsächlich einfacher zu lösen. Außerdem hat man den Vorteil, dass tatsächlich, wenn mal eins der Aggregate ausfällt, nicht gleich alles tot ist, sondern tatsächlich nur ein einzelner Bereich ausfällt. Also wir hatten zum Beispiel im letzten Camp den Fall, dass am letzten Tag das Aggregat bei den Duschen ausgefallen ist. Und da war dann eben tatsächlich bloß dieser entsprechende Bereich betroffen, konnte repariert werden und der restliche Campbetrieb kann eben einfach weiterlaufen. Das ist quasi auch nochmal eine Art von Ausfallsicherheit, die wir uns damit hinstellen. Und der Wirkungsgrad von diesen Dieselaggregaten ist auch nicht so schlimm, dass der eine so hohe Grundlast benötigt, die wir nicht erreichen. Und wie gesagt, man sieht es an den 4,5 Litern pro Teilnehmer, wir haben keinen hohen Verbrauch. Also normalerweise schaffen diese Aggregate es, ihren Tank mit fast 2400 Litern bei Volllast in einem Tag leer zu saufen. Also es hat auch eine Sicherheitsgeschichte, das ist halt ganz sinnvoll, wenn dann auch noch Beleuchtung funktioniert. Wenn ein Aggregat aus ist, man muss sich mal vorstellen, wir hätten ein Inselnetz und wir haben einen Kurzschluss drauf und dann ist alles tot. Also wir hätten ein Schlagwerk, überhaupt keinen Strom mehr da. Das ist eine Situation, die man auf so einer Veranstaltung einfach nicht haben möchte. Das ist, und man kann das synchronisieren, es ist aber einfach vom Aufwand her lohnt es sich einfach nicht. Okay, die nächste Frage ist am gleichen Mikrofon bitte. So, eine Frage kurz noch zum Heizölverbrauch in der Statistik. Wie wurde der ermittelt? Gibt es da auch noch einen Durchflusssensor oder geht es per Algorithmus aus der aktuellen Last raus? Also die in der Statistik, das ist tatsächlich eine einfache Berechnung. Das ist einmal quasi ein Umrechnungsfaktor gewesen. Die Zahlen, die wir jetzt genannt haben mit den 4,5 Litern, die kommt tatsächlich aus der Betankung, weil ich habe ja die ganzen Tankrechnungen und ich weiß ungefähr, was auf diesem Camp quasi in die Generatoren reingeflossen ist. Es ist ein bisschen problematisch mit dem Wirkungsgrad. Also wir hätten natürlich jetzt genau im Prinzip sagen können, wir messen jetzt jeden Tank. Wir haben es einfach gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal die Menge, die wir bestellt haben. Das wird sich vielleicht im Nachhinein, werden dann nochmal korrigierte Werte, vielleicht nochmal 1000 Liter mehr oder weniger sind. Das ist schon mit eingerechnet. Also Wir werden tatsächlich auf diesen Wert nachher kommen. Vielleicht sogar weniger. Also ich habe eher höher gerechnet als mit zu niedrigen Zahlen. Ja. Also das ist so ziemlich das Maximum und eventuell, wir werden ja am Ende der Veranstaltung sehen, wie viel noch in den Tanks drin ist. Das kriegen wir auch wieder gut geschrieben und eventuell wird es sogar noch ein bisschen weniger. Okay, wir haben noch eine weitere Frage, auch an dem hinteren Mikrofon. Ja, eine coole Sache. Wie genau ist denn die Zeitauflösung? Reicht die aus, um den Musikgeschmack der DJs zu erkennen, wenn die Bässe bummern? Also ich glaube, wir haben tatsächlich eine mögliche Auflösung von 120 Messpunkten auf einer Vollwelle. Das wäre das, was wir maximal da rausbekommen können. Dann brauchen wir aber tatsächlich leistungsstarke Hardware, die wir uns aktuell nicht leisten können, weil dann auch die Messwertzahl einfach ziemlich in die Höhe schnellt und viel Speicherplatz verbraucht. Das ist das Maximum, was dieser Chip quasi an Sample Rate hat. Also für eine Welle, Halbwelle im Prinzip 120 Messpunkte. Ich denke, das sind dann 120 von 50 Hertz. Genau. Also ja, damit kann man auch den Bass erkennen, wenn man die komplett ausfahren würde. Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann einen Riesenapplaus an Fengel und der FGI, dass sie erstens das hier ermöglichen und zweitens uns einen so guten Einblick geben. Danke.